Grüß euch und herzlich willkommen zum Demo-Video, wie ich einen Zähler erstelle, respektive wie ich einen Zähler bereitstelle, wenn ich nachher den Zählerwechsel vollziehe. Also, als erstes müssen wir den Zähler erstellen, respektive bereitstellen, wenn wir einen Zählerwechsel vollziehen wollen. Dafür müssen wir zu den entsprechenden Programmen kommen. Der Weg dorthin ist der folgende. Ihr geht zum Knopf Industrielle Betriebe. Der ist bei mir hier oben. Das kann bei euch nicht mehr anders sein, weil ich es falls oft so einstellen, wie ihr wollt. Es ist individuell einstellbar. Ich gehe jetzt in die industriellen Betriebe rein und suche den nächsten Knopf, den ich rein muss. Das ist Apparate. Bei uns ist der Knopf Apparate hier unten links. Und bei dem ist es jetzt gleich, bevor ich bei industriellen Betrieben, da kann bei euch nicht mehr anders sein. Da kann oben rechts sein, kann oben links sein, spielt keine Rolle. Die müsst einfach nach dem Knopf Apparate suchen. So, ich gehe jetzt rein. Gut, und jetzt sind wir gerade direkt in einem Apparat drin. Ihr seht, wir sind in einem Wasserzähler drin, der Energieart Wasser hat. Ist logisch. Und jetzt könnten wir den ganz einfach kopieren. Aber wir empfehlen, die Apparate zu kopieren, die als Schablonen verwendet werden. Weil bei denen könnt ihr euch sicher sein, dass alles drin ist, was ihr braucht. Was ist eine Schablone? Ihr seht jetzt hier bei diesem hier Apparat als Schablone verwenden. Der ist leer. Also heisst das, dass dieser Wasserzähler nicht als Schablone verwendet werden kann. Oder zuerst müsste kontrolliert werden und man einem nachher eine entsprechende Schablone zuweisen oder eine entsprechende Schablone erstellen. Ich gehe jetzt den einfachen Weg und suche gerade direkt nach einem Apparat, den man als Schablone verwenden kann. Ich suche nach einem Wasserzähler, also gehe ich jetzt eine Wasserzähler-Schablone suchen. Wo finde ich die? Ganz einfach, hier oben im Feldstecher untersuchen. Da können wir auch mit der Tastatur, also respektive mit dem F3 auf der Tastatur, können wir dort her. Klicke rein. Und dann startet das Programm hier. Jetzt klicke ich hier ins Feld Schablone rein und suche nach einem Wasserzähler. Ihr seht, es sind 6 Zähler führig, die man als Schablone verwenden kann, sprich, die man einfach kopieren kann. Ich wähle jetzt hier einen aus, ich wähle 501 aus, klicke rein und sehe, ja, ist ein Wasserzähler, wird jährlich verrechnet. Und ihr seht, diesen Apparat kann man als Schablone verwenden. Wieso ist das so? Das ist so, wo er die entsprechenden Einstellungen bereits schon drin hat. Also wir wissen, da hinten, aha, Tarife sind die richtigen dabei. Laufwerke sind auch schon drin. Den müssen wir nicht gross kontrollieren. Der stimmt. So. Wenn wir jetzt einen entsprechenden Wasserzähler gefunden haben, den wir als Schablone verwenden können, dann ist der nächste Schritt ganz einfach. Wir gehen hier runter. Ins untere Feld von diesem Programm, von dieser Maske und gehe zu Apparat kopieren. Ich klicke jetzt hier rein. Und jetzt geht folgendes Feld auf. Bei Zähler ist es meistens so, dass sie nicht einfach einen einzelnen kaufen. Bei Zähler ist es meistens so, dass sie gerade ein Set an 10 Stück, ein Set an 100 Stück kaufen. Ist in der Regel so. Jetzt könnt ihr die Apparate, denen könnt ihr eigene Nummern geben, wenn ihr wollt. Oder ihr könnt ganz einfach auch die Werknummern übernehmen. Ich, in meinem Fall, entscheide mich jetzt dafür, dass ich meinen Apparaten die Nummern ab 600 gebe. Also gebe ich hier ein 600. Ich übernehme die Werknummern 600 und Fabrikationsnummern gebe ich auch 600 ein. Wenn wir das festgelegt haben, ist das nächste, was wir entscheiden, die Anzahl von den Zählern, die wir jetzt erstellen. Wir haben 5 Zählerwechsel, die wir dann vollziehen müssen. Darum tue ich jetzt 5 Zähler erstellen. Jetzt könnt ihr entweder die Software die Zählernummern, also die Zähler nummerieren, oder ihr könnt es manuell machen. Wenn ihr es durch das System machen wollt, dann könnt ihr hier ganz einfach den Haken drin lassen. Und bei der restlichen Höhe könnt ihr entscheiden, was das mitgenommen wird. Also wird das Laufwerk von dem
Schablonenzähler mitgenommen, werden Apparat mitgenommen, werden alle Zusatzelemente mitgenommen. Wir empfehlen, dass ihr hier alle Höckchen drin lasst. Dann habt ihr garantiert alles dabei. Das System tut nach Zähler automatisch nummerieren. Von dem her, so habt ihr am wenigsten Arbeit. Ich gehe jetzt auf Verarbeiten. Bekomme die Meldung hier über. Möchten Sie 5 Apparate neu generieren? Ich schaue jetzt geschwind nach. Jawohl, ich habe 5 ausgewählt. Es sind 5 Apparate neu zum Generieren, also sage ich ja. Und jetzt seht ihr, die 5 Zähler sind sehr schnell erstellt worden. Also wir haben jetzt 5 neue Zähler bei unserem System, die anhand von einer Schablone sind kopiert worden. Ich drücke jetzt hier OK. Und bin direkt im letzten von diesen 5 Zählern. Und wie ihr jetzt seht, ist das Apparat Nummer 604. Dem ist 603, 602, 601 und 600. Also die Zähler, die sind jetzt alle in der richtigen Reihenfolge mit den richtigen Nummern erstellt worden. Und somit haben wir die Zähler bereitgestellt, die wir dann brauchen, um den Zählerwechsel zu vollziehen. Wenn ihr wollt wissen, wie man einen Zählerwechsel vollzieht, dann schaut doch bitte das entsprechende Video. Und wenn ihr Fragen habt zu der Erstellung respektive zu der Bereitstellung von Zählern anhand von Schablonen, dann zögert bitte nicht. Meldet euch bei unserem Support. Unsere Mitarbeiter helfen euch gerne weiter. Und auch bei sonstigen Fragen könnt ihr euch natürlich jederzeit gerne bei uns melden. Jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis gleich.